So, da bin ich wieder. Ja, ist schon eine Weile her seit dem letzten Part. Ja, und Leute, was soll ich sagen? Heute ist der 23. Dezember, morgens also Weihnachten. Da ich wohl die nächsten Tage keine Aufnahmen machen werde, jetzt schon mal vorab frohe Weihnachten und herzliche Festtagsgrüße an alle Abonnenten, natürlich auch an alle Zuschauer, die ja jetzt noch nicht so zahlreich sind, aber das wird sich ja noch ergeben. Ja, zum Frachtschiff gehen natürlich. Ja, und natürlich auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. So. Ich bin ja selber nicht so der Weihnachtsfan. Ich gehe kurz nachfragen, ob sie uns mitnehmen. Ein Moment. Warte, ich werde das übernehmen. Du? Das sind ja ganz neue Töne, die du dir von dir gibst. Es ist für das Wohl der Prinzessin, nicht etwa für dich, Kerl. Steiner, er war doch entschieden dagegen, nach Limplum zu fliegen. Steiner war dagegen. Sie haben Fässer aufgeladen, die ich im Schloss gesehen habe. Nova, glaubst du, dieses Luftschiff fliegt wirklich nach Lindblum? Dieses Luftschiff fliegt mit Sicherheit nach Alexandria. Aber du sagtest doch auch, wir sollten. Lass das mal meine Sorge sein. Ich weiß schon, was ich machen muss. Nova. Was gibt's, Slash? Diese Marionetten, die wir unten gesehen haben. Ach was, das ist macht die Zipfelmütze. Eher nicht, schließlich waren es ja nur Marionetten. Pass lieber auf, dass du nicht über deine eigenen Füße stolperst. So wie sonst immer. Es geht los. Was hat der Alte da bloß wieder angerichtet? Egal, komm, Arisa. Ein Schiff, das nicht nach Limplum fliegt? Keine Zeit für Erklärungen. Hier rüber. Die Musik mal ein bisschen lauter machen hier. Na los doch. Vertrau mir. Los, sonst fliegt es noch ohne uns los. Aber. Ich habe dir auch versprochen, dass ich dich nicht nach Limpung bringe, ja. Gut, ich verlasse mich auf dich. Der Kahn hebt ab, Mann. Schnell rauf da. Ups. Voll an den Hintern gefasst. Mal voll nicht mit Absicht. Okay. Was zum Teufel? Nein! Was ist das? Nein! 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 Nur weil ich Weihnachten hasse. Bis gleich. Okay. Da bin ich wieder und es hat glücklicherweise jetzt geklappt. Hör mal, weiß auch nicht, wie meine Hand da hingekommen ist. Reg dir doch bitte nicht so auf. Genug jetzt damit. Aber hallo, bist ja ganz schön geladen. Slash, bist du in Ordnung? Mir ist so schwindelig. Lass uns hineingehen, Slash. Ja, Leute, sowas passiert, wenn man ISOs nicht Probe spielt. Ja, Nova, ich vertraue dir. Ja, ich vertraue mir auch. Sollte man immer machen, habe ich gerade gesehen. Falls die ISO denn nämlich beschädigt ist und irgendwann im Let's Play so ein Fehler auftaucht und ich nicht weitergekommen wäre, wäre ich ziemlich in den Hinter gekniffen gewesen. Ich habe schon überlegt, dass ich dann wahrscheinlich Final Fantasy VII angefangen hätte mit Let's Play stattdessen. Ja, tust du was wirklich, Arisa? Aber wenn die Sache hier gut über die Bühne geht, kriege ich als Belohnung vielleicht ja einen Kuss. Was denn? Ist es schon soweit? Nova, was ist los? Ist irgendwas? Slash, was ist mit Slash? Hallo, mein Name ist. Ach du Schreck, die bewegen sich ja. Diese Marionetten aus Dali werden von genauso aussehenden Marionetten transportiert. Slash, Slash, komm mal her hier. Hey Slash, hörst du schlecht? Stimmt ja, auf diesen Flieger kommt ja auch noch der dritte Tenor. Ja, super. Das wird ja ein Spaß. Und, hast du mit ihnen sprechen können, Slash?
Nee. Irgendwie sehen sie durch mich durch. So als wäre ich Luft für sie. Ich habe immer wieder versucht und versucht, mit ihnen zu sprechen. Aber sie ignorieren mich einfach. Ja, so ist das mit den Frauen. Slash. Kopf hoch. Entschuldige mich bitte kurz, ich gehe mal ein bisschen rauf. Denn wenn ich nicht bald was unternehme, landen wir doch auch tatsächlich in Alexandria. Kümmere dich ein bisschen um Slash, ja? Und das hier sieht doch tatsächlich nur wie eine Kiste aus. Sieht aus wie eine Schatztruhe, aber in Wirklichkeit ist es irgendeine Maschine. Ja. Ah, Steiner. Was mache ich denn jetzt nur? Irgendetwas muss ich doch tun können. Wie konnte sowas überhaupt geschehen, ja? Paschen. Da hatte ich alles so geschickt eingefädelt und dann startet das Schiff, bevor die Prinzessin an Bord kommen konnte. Wie soll ich das bloß Königin Brain erzählen? Hey, Alter, was sollte das gerade vorhin? Wir hätten es beinahe nicht mehr an Bord geschafft. Daran ist die Besatzung hier schuld. Nicht ich. Du, wo ist die Prinzessin? Im Maschinenraum. Hat sie es also doch an Bord geschafft? Ich weiß ja nicht genau, was du vorhast, Kerl, aber fest steht, dass dieses Frachtschiff nach Alexandria fliegt. Und dort wirst du hängen für die Entführung. Genieße also den Flug, es werden nämlich die letzten Stunden deines miesen Lebens sein. Ja, wie nett. Komm halt die Fresse. Steuere ich das bekackte Schiff halt woanders hin. Wir haben auch noch günstigen Wind. Wie vortrefflich. Königin Brain wird überaus zufrieden mit mir sein, jetzt wo die Dinge sich so darstellen. Aber wäre dieser Räuberjunge nicht gewesen, dann würde ich jetzt wohl tatsächlich ohne die Prinzessin auf dem Weg ins Schloss sein. Vielleicht sollte ich mich dafür einsetzen, dass er doch nur lebenslänglich erhält. Diese Vorgehensweise geziemt sich nun mal für einen wahren Ritter. Aber sobald wir ins Schloss angekommen sind, muss ich herausbekommen, was es mit dieser merkwürdigen Besatzung auf sich hat, die scheinbar auf niemanden reagiert. Auch diese Vorgehensweise geziemt sich für einen wahren Ritter. Was? Ja. Ein richtiger Arschtritt geziemt sich auch für einen wahren Ritter. Ja, der einzig wahre coole Tenor. Nicht so cool wie im Sinne wie der erste, so im Sinne von kalt. Du. Was hast du? Hast du Schluck auf? Kerl, bist du des Wahnsinns? Na warte. Du kleiner Mieser. Ja, was spricht dich aus? Ja, Alter, scheint die Truppe ja irgendwie verärgert zu haben. Als ich sie vorhin ansprach, da reagierten sie überhaupt nicht auf mich. Elender Kerl, du warst auch der Auslöser für das ganze Unglücks hier. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich werde diesen Kerl sofort ruhig stellen und uns auf den alten Kurs zurückbringen. Es dauert nur einen kurzen Moment. Was ist geschehen? Der dritte Tenor ist geschehen. Slash. Bist du in Ordnung? Ein Knüps wie du war es also, der Nummer 2 erledigt hat? Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Gegen mich, Nummer 3, hast du jedenfalls nicht den Hauch einer Chance. Prinzesslein, bleib da, wo du bist, bis ich diesen lästigen Stirnfried aus dem Weg geräumt habe. Was soll das? Wollt ihr ihn etwa verteidigen?
Was ist das? Diese willenlosen, erschaffenen Marionetten handeln selbstständig und wollen auch noch diesen Rotzlöffel in Schutz nehmen? Geht beiseite oder wollt ihr euch etwa mir widersetzen? Ihr Missgeburten, was fällt euch überhaupt ein? Sterbt! Oh. Eine traurige Szene. Na dann, ab geht er, Klaus-Peter. Welch Grausamkeit! Ah, den kaufe ich mir! Meister Slash, ich, ja. Wartet ihr zwei! Vor allen Dingen mit euren Dialogen! Wir kümmern uns um diesen schwarzen Tinner, übernimm du bitte bis dahin das Steuer. Wenn wir weiterfliegen, dann stehen uns wohl noch mehr Gefahren bevor, aber noch können wir umdrehen, ja. Ob wir weiter auf Kurs bleiben und zum Südentor fliegen, hinter dem Lindblumen liegt, oder ob wir nach Alexandria umkehren, das entscheidest allein du. Wie auch immer, ich bleibe bei dir, aber flieg den Kahn nicht völlig zu Schrott, alles klar? So. Sei vorsichtig, Nova. Mach dir keine Sorgen. Ich werde das Schiff schon schaukeln. Warum hast du das gemacht? Du bist doch einer von ihnen. Dass du zwischen ihnen und mir keinen Unterschied ausmachen kannst, zeugt nur von deinem begrenzten Horizont, du armseliger Wurm. Selbst wenn es nicht deinesgleichen gewesen sein sollten, das geht entschieden zu weit. Was trauert ihr denen überhaupt hinterher? Wo die herkamen, gibt's noch viel mehr. Wer seid ihr, Tenöre, eigentlich? Oho, damit hätten wir ja alle beisammen. Drei Schmeißfliegen mit einer Klappe. Antworte mir gefällig, so Lavatasche. Was hättet ihr denn schon davon? Ihr habt doch sowieso gleich alles hinter euch. Wohohoho. Wer sich mir in den Weg stellt, der ist dem Tod geweiht. Ja. Bei mir ebenso. Bei dem war, glaube ich, die Scheiße, dass er zwischendurch auch anfängt zu schweben oder kann man den nicht mehr normal angreifen? Tronks. Ja, stimmt, bei dem ist ja Vivian Tronks. Let's go. Das ist doch tatsächlich gut. Einmal ein bisschen klauen. Zipfelmütze geklaut. Ja, Zipfelmütze bringt ja nicht so sehr viel. Hades Magie. Blitz. Zweimal Magie machen, das ist gut. 156. Blitz. 112, ja okay. Blitzschwert. Ist glaube ich besser. Und nochmal Blitz. Klatsch. Das wird natürlich erst gut, wenn... Och nö, Blitzer. Wenn er stärkere Zauber hat. Alles Magie. Zauberkürass geklaut. Ich glaube, der hat gar nichts mehr, wirklich, oder? Das kriegen wir doch ganz einfach raus. Ach ja, ich liebe Elektrizität. Habe ich das überhaupt eben richtig ausgesprochen? Das ist so scheiße, wenn man sich nicht selber hört. Den Kopfhörer auf und so weiter. Und Sound kommt ja aus dem Boxen, dann höre ich mich selber kaum sprechen. Och nö, keine Tronks mehr. Tronks. Tronks.
T-R-U-N-G-S. Trunks. Ja, okay. Spaß beiseite. Wir sind schließlich bei einem wesentlich stärkeren Gegner und dieser Kampf ist ja natürlich sowas von ernst. Blitzklinge. Kennt man ja nicht anders von mir. Ich nehme die Gegner hier im Spiel sowieso immer ernst. In Klammern denkst du. Sammel! Ja, vielleicht sollte ich ein kleines bisschen heilen. Eis. Ocean. Oh. Ja, das, die Pferde fehlgeschlagen. Ja. Hab dich doch geahnt. Blitz. Ja. Cloud. Ja, Feuer, komm. Auf wen machst du? Ja, so ist fein. Ja, Sketchel und Cloud. Ich weiß nicht, wie man den scheiß Handschuh ausspricht, aber es ist ein Handschuh, ich weiß es. So, dann. Dann wollen wir nochmal draufklöppeln. Haben wir ja genug von. Bam. Was? Was? Ich hab diesen hässlichen, verkrüppelten anderen Scheiß da von Wix. Ich hab doch diesen hässlichen Dolch, der gut gegen Zauberer ist. Und dann macht er nur 69 Schaden. Ich krieg ja die Kotze. Ja, jetzt macht er schön auf alles, ja klar. Bam, ja, wenn du in der Luft bist, dann ist Blitz stärker. Ha! Gepoppt, Junge! Verrecke! Verrecke! Kennen wir doch irgendwo her. Ihr. Meine einzige Bestimme ist es, jeden Feind zu vernichten. Ja. Bestimmung verkackt, würde ich mal sagen. Den haben wir auch besiegt, aber der nächste kommt bestimmt. Wie viele von diesen Schwarzen sonst was gibt's eigentlich? Ich glaube, das war der letzte von ihnen. Woher willst du das wissen? Oder hast du vielleicht mit denen irgendwas zu tun? Ja, zu tun, ja. Sie nannten sich doch Tenöre, oder? Naja, also mehr als drei sollten es wohl nicht sein. Ich kann das Südentor schon sehen. Da hat sie sich also entschieden, ja. Nick. Oh nein! Meine Hasscharaktere Hurensohn und Hurensohn. Hast du das gesehen, frag ich. Habe ich, sag ich. Unsere schönen Schwarzmagierladen, sag ich. Alle vernichtet, sag ich. Schuld ist nur dieser Verräter Steiner, sag ich. Nanu? Nimm sofort den Steuerknüppel wieder in die Hand, sag ich. Wie pervers. Nummer 3, komm zurück, sag ich. Wirklich, frag ich. Hurra, sag ich. Aber irgendetwas stimmt da nicht, sag ich. Er scheint außer Kontrolle zu sein, sag ich. Ja. Ich sagte doch gleich, wir haben ihn zu stark gemacht, sag ich. Ja, was sollen wir jetzt machen, frag ich. Einen Cut einlegen, sag ich. Bis dann, sag ich. Ciao.